Freunde, Abayan gehört seit seiner ersten Single Fucked Up im Jahr 2018 schon ein bisschen zu meinen Lieblingskünstlern und deswegen dachte ich, ich widme ihm eins meiner Videos. Ich habe mich aufgrund meiner Sympathie zur Farbe Dunkelblau, wie man vielleicht sieht, für die Single Hope entschieden. Dafür gibt's heute einen Fisch. Enjoy it! Alles klar, wir fangen an mit unserem Fischfond, mit unserer Fischbrühe. Dafür brauchen wir zuerst mal einen Mirepoix, das heißt in dem Fall ein Röstgemüse. Dafür verwenden wir Karotte, wir verwenden Staudensellerie. Ich habe jetzt Staudensellerie genommen, weil die vom Geschmack her ein bisschen feiner ist als Knollensellerie und die synergiert ein bisschen besser mit dem Fisch. Dann machen wir Fenchel rein, wir machen Zwiebel rein, Knoblauch. Das Ganze natürlich dann, was geschält werden muss, schälen. Was gewaschen werden muss, waschen und dann schön alles klein schneiden und in unseren Topf reinhauen. How do we dice an onion? Big onion, look at that. Woo, to the good onion. Was die Gewürze angeht, habe ich mich jetzt entschieden für Koriandersaat. Piment habe ich reingemacht, ein paar Lorbeerblätter. Da könnt ihr aber generell auch ein bisschen anpassen. Damit der Fischfond auch ein Fischfond wird und nicht nur eine Gemüsebrühe, brauchen wir natürlich auch Fischknochen noch, beziehungsweise Fischkarkassen. Ich habe jetzt hier vom Pilak Frische Paradies, Shoutout, geholt eine Wirbelsäule vom Seeteufel, dann zwei Karkassen von Dorade und dann von unserem Knurrhahn, den wir frisch filetieren, kommt dann natürlich auch die Karkasse noch rein und der Kopf. Ganz wichtig aber, wenn ihr ganzen Fisch kauft und ihr selber filetiert, macht die Kiemen raus und macht die Augen raus. Das wird sonst bitter, wenn ihr es zu lang kocht. Da sehen wir jetzt hier unseren lieben guten Freund, den Knurrhahn. Den musste ich jetzt noch ausnehmen. Das haben wir euch jetzt mal rausgeschnitten, weil das war nicht so appetitlich. Und zum Filetieren schneiden wir schön an der Wirbelsäule entlang, beziehungsweise an den Gräten, so nah wie möglich. Das muss man auch hören, dass ihr an den Gräten seid. Da lasst ihr dann so wenig Fleisch wie möglich dran in dem Fall. Dann, wenn ihr wie ich jetzt eure Krätenzange nicht mehr findet, müsst ihr die Gräten ausschneiden mit dem Messer, mit dem V-Schnitt, den seht ihr an der Stelle jetzt. Und weil die wollt ihr natürlich dann nicht drin haben später letztendlich im Essen. Also die Gräten raus, was ihr wegschneidet von dem Fisch, geht selbstverständlich in den Fisch vor rein. Wir schmeißen hier nichts weg, wie gesagt, bis auf Gräten und Kiemen. Schaut euch mal an, wie traurig der guckt. Mein Gott. Mach du weiter, dich fick ich als erstes. Dann auffüllen mit Wasser. Ihr könnt natürlich auch schon alten Fisch vornehmen, das wäre dann Stacked in Flavors. Weißer Portwein, Weißwein trocken am besten, trockener Weißwein. Und was ich jetzt vergessen habe reinzumachen, muss ich mir kurz eine Schelle geben selber, war Neulibra, beziehungsweise halt einfach ein trockener Vermouth. Ich empfehle halt an der Stelle Neulibra, der ist am weitesten verbreitet, den bekommt ihr nicht überall. Ja, schon geil, gell? Dann die ganze Scheiße über Nacht kochen lassen und am nächsten Morgen habt ihr einen richtig schönen geilen Fischfond. Dann müssen wir unseren Fischfond nur noch durch ein Sieb passieren. Wenn ihr es ganz klar haben wollt, passiert den an der Stelle vielleicht durch ein sehr feines Sieb, durch einen Chinois oder durch ein Passiertuch. Dann habt ihr in dem Fall einen sehr feinen Sud. Ich habe jetzt hier nur einen Sieb verwendet, weil ich den eh nochmal einreduziere und dann mit Sahne und Creme Fraiche ein bisschen verfeiner für die Soße am Ende. Da brauche ich dann den nicht so super klar. Kurzes Whisky bzw. Fischfond-Tasting. Machen wir einen Shot rein, dann ein bisschen salzen und dann einmal tasten. Das schmeckt so geisteskrank geil, ne? Wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was ich hier mache, dann fragt mal eure Oma, was Einwecken ist. Ganz fix so kurz ein Einweg-Guide. Ihr nehmt die Gläser weg, Gläser am besten, füllt die bis zum Rand auf, zumachen, schön luftdicht verschließen, dann in ein Gefäß reinstellen, wie jetzt ich zum Beispiel den Deckel von meinem Bräter, aufgießen mit Wasser, dann in den Ofen stellen bei 100 Grad, so 90 Grad bis 100 Grad für eine halbe, dreiviertel Stunde, dann habt ihr das eingeweckt und dann hält sich das auf jeden Fall ein paar Wochen im Kühlschrank. Hey Siri, halt die Fresse! Ich habe einfach kein Salz mehr. I'm out of salt. What the fuck? Gut, dann kommen wir zu unseren Blaubeeren. Ich habe jetzt hier TK-Blaubeeren genommen. Die sind immer verfügbar. Die werden erntefrisch eingefroren. Das heißt, die haben immer Geschmack. Wenn es frische gibt, selbstverständlich frische nehmen. Die packe ich dann in eine Schüssel, mit Folie abdecken und dann bei niedriger Temperatur so für eine halbe bis dreiviertel Stunde einmal auch ziehen lassen. Dann trennt sich der Saft von der Frucht.
Und ihr könnt es am Ende absieben. Aus den Blaubeeren mache ich an der Stelle jetzt ein Püree. Das heißt, ich hole hier meinen kleinen Mixer raus, da packe die Blaubeeren da rein. Was ich jetzt nicht gefilmt habe, war noch ein bisschen Zucker reingemacht, weil die recht sauer waren. Einmal durchmixen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es durch ein Sieb streichen. Dann habt ihr ein sehr, sehr feines Püree. Ich wollte jetzt an der Stelle aber noch ein bisschen Textur drin haben. Und dann habt ihr richtig geiles, frisches Blaubeerpüree. Dann hier kurz einen Check gemacht, ob es von der Konsistenz her passt. Wenn es jetzt nicht gepasst hätte, hätte ich verkackt. In dem Moment hat aber gepasst, ja. Wie soll es auch anders sein? Wow! Dann kümmern wir uns um die Soße für den Fisch letztendlich. Ich habe jetzt hier dann den Fisch vorgenommen. Lass den einreduzieren mal auf die Hälfte mit Sahne dann noch. Einen guten Schuss Sahne rein. Einreduzieren lassen auf die Hälfte. Und dann können wir es abschmecken. Um den nachher am Ende noch ein bisschen aufschäumen zu können, habe ich jetzt, und fürs Mundgefühl natürlich letztendlich auch, habe ich jetzt noch ein bisschen Creme Fraiche reingemacht. Hier habe ich kurz meinen Herd eingesaut. Sehr geil. Und da haben wir so einen schönen Schaum. Kurz probiert. Baba. Abgeschmeckt wird das Ganze letztendlich mit Mirin, Salz, Pfeffer, bisschen weißem Pfeffer präferabel an der Stelle und bisschen eine kleine Prise Zucker noch. Dann mit dem Stabmixer einmal aufschäumen, dann seht ihr hier, wir haben einen schönen geilen Schaum, der bleibt doch eine Weile stehen durch das Fett und die Proteine in der Sahne und in der Creme Fraiche und damit habt ihr so eine richtig geile schaumige Textur dann am Ende auf dem Teller. Dann kümmern wir uns um die Deko. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Hippe gemacht. Dafür brauchen wir Wasser, Öl und Mehl. Die Reihenfolge und die Mengenangaben seht ihr jetzt hier an der Stelle. Das dann mixen, bisschen Salz rein für den Geschmack, dann schön in der Pfanne auf mittlere Hitze vorheizen und dann schön in der Pfanne ausbacken. Seht ihr ja dann gleich. Dieser Hippenteig ist jetzt ein Basic-Teig. Den könnt ihr farblich auch noch verändern, zum Beispiel mit Spinatextrakt oder Spinatpulver für grüne Hippe, mit Spirulina-Alge-Pulver, dann zum Beispiel für eine blaue Hippe, rote Beete-Saft. Dann habt ihr so rot, Kurkuma zum Beispiel, dann gelb, je nachdem. Und ihr benutzt auf Easygoing einfach Lebensmittelfarben. Gut, dann zum Pochieren unseres Fisches, unseres kleinen Knurrhahnfilets, brauchen wir ein hitzebeständiges Olivenöl. Das lassen wir schon vorheizen auf mittlerer Stufe, bis wir 60 Grad haben. Dann schnappen wir uns unseren Fischfilet, schneiden dann schon ein kleines Stück raus, salzen es einmal und dann bei Temperatur schön reingleiten lassen. Wenn sich der Fisch dann schön weich anfühlt und kurz davor ist, bei mittlerem Druck auseinanderzufallen, wissen wir, er ist fertig. Dann können wir den rausholen, abtropfen lassen und dann haben wir schon einen schön geil konfierten Fisch. Die Haut lässt sich an der Stelle jetzt auch einfach abziehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie noch flambieren. Dann habt ihr so noch ein bisschen so crispy Skin obendrauf. Digga, der Voice Crack, der war ja legendär. Für die Garnitur schneide ich mir jetzt noch so ein paar schöne kleine Stückchen von der Blaubeere von der frischen runter. Ich habe kleine Köpfe von Enoki-Pilzen noch genommen, die kann man auch roh essen. Die bringen auch schon mal einen kleinen schönen Geschmack und Textur mit rein noch. Genau, easy going. Dann einfach noch fix anrichten. Wenn ihr wollt und habt, könnt ihr noch so ein paar Microgreens noch dran setzen. Oder zum Beispiel ein paar kleine Dillspitzen oder so, das macht sich zum Fisch auch immer ganz gut. Deko drauf, Blaubeere. Fisch und der Fischschaum noch drauf und boom, bitte sehr, es ist angerichtet, meine Freunde.